Links abbiegen. So, mein Navi ist fertig. Was geht ab, Leute? Bitte rechts abbiegen. Fick dich. Jo, Leute, was geht ab? Ich bin's, Tim, und heute gehe ich jetzt ein bisschen kicken. Ich war ja lange krank, wie ihr wisst. Ich bin leider immer nicht fit Bitte genug. Bitte links abbiegen in die Schwabstraße. Ja, fick dich. Scheiß Navi. Ja, ich war nicht fit genug, um ordentlich trainieren zu gehen. Weil ich habe noch so leichten Husten und ich habe noch so Nebenhöhlenabfuck einfach. Und ich weiß das leider nur zu gut, dass wenn man einfach zu früh ins Training geht, wenn man krank war, das nie so eine besonders gute Idee ist, weil man das dann einfach ewig mit sich rumträgt und dann nie wirklich gesund wird. Das heißt, eigentlich ist das Kicken gerade auch keine so gute Idee. Aber ihr kennt mich, ich habe keinen Bock, nichts zu tun und deswegen gehe ich jetzt ein wenig kicken. Ich gehe ein bisschen schnell bei Spielen, falls euch das was sagt, mit ein paar Homies. Ich nehme da ein bisschen was auf, dann könnt ihr das sehen. Ja, ansonsten macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe mir gerade noch den Bauch vollgeschlagen, weil ich noch ein bisschen gebraucht habe, bis ich mir mein Essen machen konnte. Das heißt, ich gehe jetzt mit vollem Magen kicken. Ist auch immer dumm, macht den Fehler nicht. Viele Leute denken, ja, ich muss jetzt richtig reinhauen, damit ich ordentlich Energie habe. Ja, das stimmt schon, aber das macht man dann idealerweise so 2-3 Stunden vorher. Das heißt, na, ist keine so gute Idee. Ich habe mir noch ein bisschen was zu essen mitgebracht. Hier Maracuja-Würfel von der Kobo-Drogerie. Ja, esse ich dann zwischendurch oder danach, jetzt nicht, ansonsten esse ich das vorher immer oder ich nehme am besten, nehmt ihr euch irgendwas noch vielleicht sogar mit, für die Leute, die jetzt nicht so, boah, wie soll ich sagen, nicht so ultimativ auf ihre Ernährung achten, ist sogar gar nicht so schlecht, mal selbst beim Kicken in der Halbzeit sich sowas reinzuziehen wie, ja, wisst ihr mal, fahren, wie so ein Schokoriegel oder so, weil der Zucker, der gibt euch dann einfach kurz Energie, ja. Also das ist, in dem Zeitraum ist das gar nicht mal so verkehrt. Also das machen gerne Fußballtrainer, so war bei mir auch so. Immer, ja, der Junge hat keine Kraft mehr, der ist unterzuckert. Komm, hast du Snickers? Gib dem Junge Snickers. Und dann, ja, isst du einen Schokoriegel und dann klappt das tatsächlich kurz ein bisschen besser. Aber am besten nehmt euch einfach eine Banane oder so vorher. Das Wichtige ist nämlich auch, dass das im Magen leicht zu verdauen ist, weil glaubt mir, ihr wollt nicht mit Bauchkrämpfen dann da rumrennen und dann ist euch schlecht und dann habt ihr gar keinen Bock mehr und ihr könnt gar nichts mehr machen. Also Leute, wir sehen uns gleich. Jetzt hier, ich habe mir auch schon nochmal einen schönen neuen Ball geholt. Einen schönen EM-Ball. Macht doch viel mehr Spaß damit zu kicken, weil man passt dann auch auf den Ball auf. Und der Ball fliegt einfach geistesgestört. Wegen den Choro-Sachen, die ich jetzt hier mitgenommen habe, habe ich eine Sache vergessen und zwar ist das wie bei einem 2. Da nehmen die Leute mal gut und gerne einfach sofort nach 5 Minuten langen die Leute einfach mal schnell zu. Und dann ist das Zeug auch ganz schnell weg. Dann werden sich die Jungs freuen darüber. Was geht, ihr Fische? Ja, Jungs, lass schnell beispielen. Wer will dann Arsch bekommen? Ja, der hat doch schon den Arsch bekommen. Jetzt, das ist Lawrence, er kann nicht so gut kicken. Ich kann besser oh kicken, Gott, Alter. Nee, mal im Ernst, Alter. Was? Hast du das Tor aufgenommen? Ja, hab ich. Ja, Jungs, ich hab ein bisschen Koro mitgebracht. Ihr könnt euch bedienen gleich, aber lasst am besten, nachdem wir hier ein bisschen gekickt haben. Ja, dann stell mal deine Kamera auf. Oh. Ey, kann ich ein paar rausnehmen? Ich hab übel Hunger. Was? Ja, nimm doch, Alter. Iss so viel du willst. Du Fischkopf, Alter. Seid alle gierig. Was geht? Das ist Vincent, Freunde. Das ist hier der Einzige, wahrscheinlich, der kicken kann von uns. Die übertriebenste Scheiße. Wieder gesponsert von Tim Gabel Industries. Übertrieben, Alter. Passionsfruchtwürfel. Du Zigeuner. Mach nur ein bisschen... Hä? Zweiter Schuss, ihr könnt mir alle mal... Hauptsache meiner! Hauptsache, ich habe gerade einen Schuss gemacht, gell, wo alle eskaliert sind. Der ist oben rechts, 20 cm links neben Pfosten. Latte eingeschlagen und Tor. Der Fisch hat nicht mal Kamera aufgenommen. Seiner. Hä? Aber der hat kranke Passionsfrucht mitgebracht. Hä? Komm, Bitch! Dennis geht freiwillig, Mann, chill. Hier, Bitch! Komm! Du nicht! Der war scheiße! Sollen wir Lattenschießen machen? Ja. Ja, okay, dann lass Lattenschießen machen. Wer ist im Tor? Hauptsache ich schieße auf 9.
Weißt du warum? So Leute, wir spielen kein Pussy-Schnellball. Für die Leute, die die Regeln nicht kennen, wir spielen das folgendermaßen. Zuerst Lattenschießen. Wer ist der Verlierer von Lattenschießen? Der Fisch da hinten. Lawrence muss ins Tor. Das bedeutet, wir schießen bei ihm ungefähr hinterm... Alexi muss ins Tor. Achso, du musst ins Tor. Dann geh ins Tor. Wir schießen hinterm 16er circa. Man hat danach zwei Berührungen. Wenn der Ball zurückkommt, der Torwart darf den Ball nicht stören. Man wechselt das immer ab mit demjenigen, der im Tor ist. Wenn man kein Tor schießt, musst du ins Tor. Wenn du ein Tor schießt, dann bleibt derjenige, der im Tor ist, weiter im Tor. Wie viele Leben machen wir? Fünf? Ja, machen wir vier mit Arschschießen. Ja, vier und einer hat Knicke. Du Bastard! Beeilen wir uns nicht. Schade! Warte mal, bis der Ball sich senkt, wenn du schießt. Dann. Aber der war trotzdem scheiße. Den bestraf ihn. Eins, jawohl. Oben rechts, komm. Mein Oberkörper war zu weit oben. So ein Scheiß. Gib ihm! Ja! Du hässlich, Stück Scheiße. Nein, nein. Witz. Du Ehrenloser. Scheiße, Tim. Und jetzt kassierst du auch noch von Dennis. Ich bin nicht so, Digga. Ja, ja. Ah, ja. Komm, ich bin nicht gut. Drüber gibt's auch nichts. Oh, schade. Schade. Oh, ja, Tatako. Hayak. Hayak. Noch drei. Okay, auf einmal könnt ihr alle, gell? Bei dir können wir alle, weil wir wollen, dass du ja, den Arsch passierst. Ja, ich weiß doch. Dennis, du Wichser! Ich dachte, wir machen Joint Operations und dann kommst du mir so. Aber wie du den jetzt schießt, sehe ich schon. Alles klar, Dennis. Was war das für Kackefehl, Mann? Direkt, der ist nicht im Tor, Mann! Oh, oh Gott! Nein. Oh mein Gott! Gott. Oh mein Gott! Wie viel hat Dennis? Dennis hat doch schon lange verloren, Jungs. Schade! Ja, okay, perfekt. Oh Gott. Also, aua, Dennis! Schade. Ich dachte schon so, hä, wieso bin ich nicht so weit oben? Und dann sehe ich, okay, der geht dann nach. Ich dachte, der geht rein. Geh Ball jetzt! Oh, schade. Schade. Hey, Digga, den sein Kopf wäre so gegen den Zaun mitgeflogen. Ja. Schade, Dennis. Dennis kriegt seinen Flow langsam. Dennis fehlt es an der letzten Präzision. Den letzten Zentimetern, die atmen beim Schwanz. Oh mein Gott, Alter. Egal, komm hier, Schwester. Nächste Runde. Ja, ich hab laut abgebrochen. Chill doch einfach.
der war zu schwer zu halten. Knecke, das heißt Arschbomben danach. Wir haben gesagt, wir spielen ohne. Wir haben gesagt, nicht. Wow! Oh mein Gott, Alter! So! Oh mein Gott! Das war der geilste bisher. Von denen ist das was? Sollen wir noch eine Runde? Ja, klar. Ja! Das ist auf jeden Fall ein Schuh. Bester? Minus 1 Punkte. Minus 1, 6. Wollt ihr nach hinten schlagen, aber ja, ihr hättet Tor geschossen, weil wir so langsam zurück sind. Minus 1. Was soll ich noch? Wenn ihr solche Zigeuner seid, macht da Sprung weiter, wenn ihr so hungrig seid. Knapp. Der Ball, gib mal einfach. Hat das Team doch noch verloren, hat Alter. Alex fehlt noch, oder? Ja. Alex trifft. Komm, Alter, Alexi, mach mich stolz. Preschen. In seinen Arsch. Komm. Okay. Also hier, Alter. Da habt ihr es nochmal von Gott höchstpersönlich. Ihr seid Alexi Goine. Wir haben nur noch den Regen gespielt. Und ich schwöre, egal wer ins Tor kommt und Arschbombe, ich schieb ihm den Ball, Alter, seinen Analgang komplett bis zum Hals hoch.